Ja. Oh mein Gott. Ich hab's gesagt. Ein paar Handbrüche gibt's ja schon. Wir torkeln ein bisschen, hat er getrunken. Richtig aus Darmstadt die Hand geholt. So, willkommen zum zweiten Reaktionsvideo. Es ist endlich soweit und Max Koga ist an meiner Seite. Zusammenfassung, wie ihr zueinander steht. Ich hasse ihn, aber manchmal mag ich ihn auch. Also es ist eigentlich gemischt. Aber er, im Grunde genommen ist er ein ganz, ganz netter Kerl, ja. Nein, ich mag ihn wirklich sehr gerne, Mann. Und verbringen sehr viel Zeit miteinander, Mann. Soll man mal sagen und erzählen, dass Schlägereien keine Kultur haben? Wusch! Aber man sieht schon, dass sie die Kicks immer direkt mit Händen verbinden, ne? Glaubst du, die üben nicht? Natürlich, das ganze Jahr. Ich würde auch das ganze Jahr üben, um die in die Fresse zu hauen. Mach ich auch. Und FC Barcelona Trikot. Ich sag, Barcelona gewinnt. Ganz klarer Fall. Mein Messi-Punch. Okay. Guck mal. Ja! Ja, die trainieren. Hey. Was haben die denn in den Händen? Haben die bandagierte Hände? Ja. Oh mein Gott. Ich hab's gesagt. Barcelona, eindeutig. Hey, das ist all in auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das war eine 15er-Kombination. Ich würde auch die Hintergrundstory gerne kennen, warum die Streit haben. Ja, genau. Einer hat den vielleicht den anderen betrogen. Irgendwie 15 Hühner. Und dann nicht gezahlt. Mein ganzes Stadion voll. Ja. Mehr als ich. Kannst du nicht aussprechen. Das ist genau. Das ist richtig was los. Kämpfen liegt in der Natur der Menschen. Seht ihr? Stimmt. Sie tragen es aus und nach einer Schlägerei kann man sich auch die Hand geben. Abba, jetzt geht's weiter. Ah, die sind schon stabil aus. Schön steif in den Händen. Wettkampf. Schön steif in den Händen, aber Jeanshose und Cowboystiefel. Guck, die warten, die tasten sich ab und dann schwingen die einfach. Bärnackel-Auslage. Ohne System. Ja. Ja. Guck mal, jetzt gleich der erste. Upp. Abba. Jetzt reinrennen. Ja. Uff. Uff. Man muss halt schon aufpassen, da können halt auf jeden Fall die Hände, ein paar Handbrüche gibt es ja schon. Auf jeden Fall ein paar Innenhandschläge dabei. Was ist euer erster Eindruck bis jetzt? Ey, es ist geil, ich will dorthin. Auf jeden Fall ab und zu zum Zuschauen natürlich. Erster Eindruck. Also es hat auf jeden Fall Kultur und es ist auch geil, weil es ist wie ein Maskenball, die sind alle verkleidet. Auf jeden Fall Hinterwäldler, irgendwo von, das sieht man ganz klar, leben in den Bergen und es sieht so aus, als müssten die sich halt irgendwie auch mal beschäftigen mit irgendeinem sinnlosen Scheiß. Das soll auch einer der ärmsten Regionen überhaupt in Peru sein. Mhm. Da gibt es, glaube ich, auch keinen Krankenhäuser. Dann ist es auch wichtig, dass man sich dann verletzt. Das ist ganz entscheidend. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Die beeindrucken natürlich auch als Dorfstärkster die Frauen. Das ist auch so eine Sache, mit Sicherheit. Guck mal hier, boah, der sieht hart aus. Mit Unterhemd, der hat Unterhemd an. Du weißt doch nicht, ob das Graduierungen sind. Weißt du, der Dorfchampion? Ja, boah, diese Gürtel, die tragen. Uff! Soccer Kick. Wieder Soccer Kick. Das ist Trinkhalmboxen. Junge, ist boah! Ich hab dir's gesagt. Das ist der Champion. Der mit der Halbplatte ist mir sympathisch. Ja, der torkelt ein bisschen, hat er getrunken. Du musst auch die Hintergrundleute mal hier, so wie die da hocken. Aber es sind richtig viele maskiert. Wenn, uppa, nach der Karriere mit Halbplatte rüber. Du hast alles richtig getippt bisher. Dein Wettschein läuft. Die Länder? 100% wetten die. Mit was denn? Keine Ahnung, mit Hühnern, mit Frauen. Da, okay. Krass, mit Cowboy-Stiefeln. Boah, der mit den Stiefeln gewinnt eindeutig. Hoppa. Guck mal, der hat so dynamische Stiefel. Und die Frisur. Boah. Ich mach mal in der Boxbude. Die hat mir genauso viel Spaß gemacht. Guck mal jetzt. Nein. Scheiße. Dein Wettschein ist durch. Ja. Oder hast du 2 aus 1 gemacht? So, guck mal, das sind die Schuhe. Boah, guck mal, mit Peitsche halten die anderen weg. Das ist krass. Ja, der macht gar nichts. Einfach mal zu Spaß, das warst du. Schau, der peitscht alle. Die haben bestimmt schon schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, auf geht's, Stefan. Ey, boah. Jetzt geht, da geht einer schlafen. Guck mal, richtig mit Hass. Richtig aus Darmstadt die Hand geholt. Aber da geht immer einer runter. Das ja, das ist ja Brawl. Ja. Wow, so, und jetzt geht's mit los. Hass. Peitsche. Peitsche. Ist der Referee.
vertaxi hier. Oh. Okay, Achtung, den Verletzten mit Peitschen weiterschlagen, damit die kurz. Wenn ihr einen Kommentar geben müsstet zu der Technik, die vorhanden ist. Was für Technik? Also, das sagen wir so, sehr einheitlich, wie sie boxen. Sie fahren alle die gleiche Technik. Man sieht es so, die Leute warten, auf das Timing, wer kommt wie und dann wird geschwungen. Und dann gibt es All-In-Schwinger. Ja, und wenn die Broad-Distanz erreicht ist, dann wird halt unendlich weiter geschwungen. Bis Technik ist da nichts. Wir sollten mal ein Trainingscamp dort machen. Die sind alle am Kämpfen oder am Tanzen. Wie in meiner Welt. Ist genau wie bei mir. Lamas. Ah, weiter geht's. Schön auf Distanz. Guck mal, die halten ihre Distanz. Die wissen genau, was sie tun. Ey. Ey, ja. Die bewegen sich. Stay in motion, ja. Wuppa! Guck mal, was ein Timing. Overhand, overhand. Komm schon. Uff, die zieht durch. Die zieht durch. Ja. Ja. Joa. Wow. Wow. Ja. Guck mal, wie der rockt sich immer. Wow, wie eine Pirouette. Hoppa. Und auch die Frauen auspeitschen. Die haben auch keinen Mundschutz. Jetzt habe ich auch die Erklärung dafür, warum in den Regionen die Leute keine Zähne mehr haben. Ganz klar. Hoppa, aber Finte. Kick. Schlange mit offenen Händen. Das ist richtig. Guck mal, ich muss denen die Frankfurter Schelle beibringen. Schüsch. Boah. Aber es ist schon hart. Du hast so 5 Frauen von dem Kaliber an deiner Tür. Du hast Stress mit denen. Guck mal, das ist der The Raven, Vincent Raven. The Crow. Alter. The Crow. Alter. Die essen auch Meerschweinchen dort, gell? Oder ist es Chile? Ja, Chile. Frag ich mich die ganze Zeit, ob die Haare ziehen dürfen. Guck mal. Oh. Nee, also ich glaube, es gab bisher keinen Haarclinch. Vielleicht solltest du ein Event mal im Bahnhof starten. Ich glaube, da findest du viele Teilnehmer. Da sind einige Talente. Viele Konflikte. Aber jetzt schlagen sich alle irgendwie. Da hinten schlagen sich auch noch Leute. Ja, ja, da mischen sich immer welche ein. Ich sag ja, bestimmt die Cousine oder Schwester, die will nicht. Okay. Weißt du, der Klassiker, ja, eins gegen eins und dann von der Seite kommt dann doch noch ein Fuß rein. Allgemeine Gedanken zu allem. Das sollten wir hier einführen. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Gesellschaftsmodell, das wir hier einführen könnten, gerade hier in Frankfurt. Also ich finde, es ist auf jeden Fall, es zeigt wieder, dass das Messen bzw. der ursprüngliche Wettkampf Mann gegen Mann in jeder Kultur verankert ist. Die lösen ihre Konflikte dort, ihre Streite werden sozusagen... Deswegen geht es dem Bergvolk auch so gut, weil die sich mit den richtigen Sachen beschäftigt haben in den letzten Jahrhunderten. Nein, ernsthaft. Also wie gesagt, ja, ist auf jeden Fall interessant. Ich wusste das nicht. Eine geile Tradition, würde ich sagen. So, das war mal das erste Reaktionsvideo mit Max Kruger. Es werden noch viele folgen. Es hat mir Spaß gemacht. Es war mein allererstes Reaction-Video. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf geht's.